Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt. Wir schauen uns den Tram-Simulator Urban Transit an. Und ich habe echt ein bisschen überlegt, ob ich das angezockt machen soll oder nicht, weil dieser Tram-Simulator, wie er sich schimpft, ist fragwürdig, um es mal nett zu formulieren. Warum das so ist, werden wir gleich sehen. Wir sagen jetzt hier erstmal weiter. Und wir sagen ein neues Spiel. Und das ist schon mal der erste Punkt. Wer den Bus-Simulator kennt, der wird auch diese Karte kennen. Und die ist einfach 1:1 vom Bus-Simulator hier drin. Das Spiel hier ist kein Add-on zum Bus-Simulator. Das ist für sich eigenständig. Nur so als Hinterding. So, Angel Shores, wir sagen Simulation, Name des Unternehmens, Beta-Tester. Jetzt wir gleich sehen, warum. Story machen wir jetzt nicht, die ist jetzt weniger interessant. Wir machen einfach. Wir machen mal Karriere. Wobei, eigentlich. Eigentlich ist angezockt. Machen wir mal Sandbox, ist ja egal. Und das sollte dann relativ schnell gehen. So, in diesem Modus erlebst du den Tram-Simulator in seiner offensten und unangeschränktesten Version. Ja, okay, soweit so klar. Das ist unser Dude. Ja, ich glaube der schönste, aber ich habe es mir einfach mal etwas schnell zusammengeklaubt. Und das ist Angel Shores. Derjenige, der jetzt gut aufpasst und weiß, dass das hier ein Tram-Simulator ist, wird sehen, dass hier was fehlt, was ganz essentiell ist. Wir haben hier keine Oberleitung. Die fahren alle mit WLAN-Strom. Oder mit Batterien, man kann es sich dann selber ausdenken. Also das ist schon mal der erste Minuspunkt. Wir haben hier eine Tramstation. Da gehen wir mal kurz rein. Und werden dann uns mal eine Tram kaufen. Das ist überhaupt nicht verpixelt. Okay. Also. Straßenbahnhändler. Also, das sind unsere Straßenbahnen. Wir fangen jetzt hier mit diesen A-Docks mal an. Das Modell von denen ist, gelinde gesagt, ein bisschen Geschmackssache. Gibt es dann auch als, in der größeren Variante hier, ein bisschen zweiteilig. Dann haben wir hier noch diesen SDG, diese historische da. Und die hat sogar hier diesen Stromabnehmer, der natürlich nicht nach oben geht. Ja, und dann, ganz futuristisch, das Ding da. Geschmackssache, vor allem dann auch nur so kurz. Es gibt auf Steam ein ganz interessantes Kommentar. Muss mal kurz schauen, ob ich das finde. Ja, genau. Die Modelle sehen so aus, als wären die gerade irgendwie aus Sketchfab irgendwie gekauft worden. Ein bisschen angepasst und dann hier ins Spiel reingebracht. Also ich glaube, wir fahren mal mit dem, was am ehesten so aussieht wie eine Tram, und zwar das hier. Und ich würde sagen, wir kaufen die mal. Und da ist sie da. Wir gehen mal kurz rein. Oh, bin ich hier raus? Hallo. Nein. Ah, oh, jetzt bin ich schon losgefahren. Das wollte ich gar nicht. Also. Das ist das gute Stück von innen. Sieht ehrlich gesagt gar nicht mal so doof aus. Ich kenne leider das Original nicht. Machen hier mal die Türen auf. Hallo. Auch das klingt ganz okay. Also Betrieb, ja, ist klar. Oh, das Lichter. Ne. Passt irgendwie nicht. Das Ding sieht irgendwie zu sauber aus. Und wie gesagt, keine Oberleitung. Kann man sowas machen? Und dann sind hier auch noch extreme Kurven hier drin. Das fängt gerade schon hier mal vorne an. Aber das ist noch gar nichts zu dem, was noch auf uns zukommt. Okay, gucken wir mal hier nach hinten. Unser Anhänger. Ja, sogar mit Kabel verbunden. Okay. Dann würde ich mal sagen, schickt man die mal gerade los. Straßenbahndepot. Ja, mal Karte und Routen. Damit ihr es hier mal seht. Das ist so überall, wo ihr so fahren könnt mit der Tram hier. Wir werden hier mal eine neue Route machen. Neue Route erstellen. Dankeschön. Und zwar von. Keine Ahnung. Hallo? Da? Da? Ach da? Ach da? Einfach mal so, random. Keine Ahnung, fährt mal ein bisschen draußen hier. Braucht eigentlich eh nichts Spezielles sein.
passt hier dann so rein. Da rein und da wieder runter. Beziehungsweise kannst du eigentlich so fahren. Okay, Änderung übernehmen. Fahrzeug automatisch zuweisen. Jo. Okay. Dann sollte die ja dann unterwegs sein. Meinte ich. Einen Park. So. Wir gehen nochmal hier rein und kaufen uns eine neue Tram. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal das modernste hier. Hier gibt es 48 frei und bist. Jo. Okay. Einmal rein hier. Cockpit. Wir haben dann hier noch so diese Cam-Dinger. Können wir mal gucken, was hier drin so los ist. Oh, der Kollege fährt gerade weg. Alles klar. Es sieht ja eigentlich soweit ganz okay aus hier drin. Es ist. Ja, Geschmackssache, würde ich mal sagen. Hat aber auch diese Holzoptik hier drin. Und wenn man hier durchgeht, dann bleibt man wie hängen. Und dann geht's richtig langsam voran. Gut. Türen öffnen. Einmal von außen. Okay, das hat irgendwie was. Also das mit dem LED-Ding hier. Aber wäre jetzt nicht die Tram, die ich für mein Unternehmen so primär haben wollte. Auch vorne macht er das auch. Okay. Dann werden wir jetzt hier mal eine Route machen für den Kollegen hier. Lassen wir ein Depot. Kartenrouten. Wir sagen jetzt hier mal eine neue Route. Neue Route erstellen. Wir starten hier, I guess. Fahren mal hier so entlang. Ich würde sagen, ah, so irgendwie. Und fahren dann hier wieder rein. Das schaut doch gut aus. Änderung übernehmen. Yes. Okay. Das passt. Linie ist drin. Er zeigt sogar hier drinnen an. Sehr schön. Dann steigen wir alleine in die Tram. Was? Nix da. Fahrzeug übernehmen. Klar, nur zu. Wir selber fahren. Sau, auch einmal. Türen zu. Wunderbar. Dann fahren wir gleich hier mal ab. Nimm jetzt ein Third. Mit A und D können wir die Weichen stellen. Ansonsten Blinker, vorwärts, rückwärts. Hier kann man natürlich das meiste Zeug anklicken. So. Los geht's. Also es fährt sich unglaublich einfach. So. Und da sehen wir schon mal das erste. Seht ihr das? Es ist so eng, dass wir hier sogar in die Wand rein sind. Ja, also die Kurvenradien sind halt einfach nix für die Tram hier. So, anhalten. Tür darauf. Ja. Keiner? Hätte ich noch eins weiterfahren müssen? Nee, glaub nicht. Okay. Wir fahren weiter. Oh, da vorne geradeaus. Ja, vielleicht ein bisschen schnell hier rein. Hab ich hier einen Halt? Nee, oder? Nee, ist mal da vorne. Ich meine, auch das hier. Schaut euch das mal an hier. Ah, das wirkt einfach total unfertig. Beziehungsweise, man kann das eigentlich nicht Simulation nennen, so wie das hier ist. Naja.
Okay, die ersten Passagiere. Anhalten. So, immer rein hier in die Tram. Ich glaube, die Tür schließt nicht, solange sie da stehen. Ah, muss ich jetzt auch noch aussteigen? Sag einmal. Kannst du reingehen? Hallo. Hallo? So. Ey, so dumm, ey. So, Fahrzeug wieder übernehmen. Und los geht's. Immerhin, Ansagen. Ich glaube, man bleibt lieber beim Bus-Simulator. Das ist dann auch nicht so schlimm mit dem Rufen hier. Da ist wohl jemand eingeschlafen. Ja, wie schön. Okay. Tun auf. So, jetzt. So, immer rein hier. Ja, einsteigen? Hallo? Hallo? Ah, geht doch. Gut, dann so. Und Abfahrt. Also, als Early Access, ehrlich gesagt, kann man es vielleicht machen für 21 Geld. Das Ding wird aber als fertiges Spiel verkauft. Und dann auf. Weil ich verstehe es nicht, warum man da nicht eine eigene Karte gemacht hat, die ein bisschen besser passt hier für Trams. Also, es wirkt irgendwie wie so ein Cash Grab, das Ganze hier. Und das dann halt auch noch halbherzig. Okay. Dann machen wir hier mal weiter zu. Abfahrt. Ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen nah dran. Geht noch. Nice. Ich glaube 30 war ja hier die Höchstgeschwindigkeit, ne? So, liebe Leute, einsteigen. Ja, und keiner, der aussteigt. Doch einer. Bist du da jetzt drüber oder nicht? Hallo? Ich habe vor ein paar Tagen eine neue Stelle im Viertel von Denali Research angetreten. Ja. Dann halt nicht. So. Ich möchte... Was passiert eigentlich, wenn ich da reincrash? Okay, das funktioniert. Jetzt wäre es eigentlich noch interessant, was passiert, wenn man hier noch zu schnell fährt. Ich glaube, wir machen das mal. Die Tram kann mal von alleine fahren. So, schnarcht da jemand hinten im Fahrzeug? Was? Wer denn? Einer von denen hier? Okay, dann fahren wir halt mal hier mit. Wo ist denn das? Kann ich mich... Na, hier kann ich mich nicht hinsetzen. Hier auch nicht. Da will ich noch wieder hängen. Jetzt kurz benutzen.
Okay, schauen wir uns mal an, wie die KI fährt. Ja, schon ein bisschen sportlich unterwegs, ne? Können wir aufstehen? Danke. Hallo? Ich stecke hier fest. Was soll denn das? Komm hier nicht weg. Können wir mal hinsetzen. Hä? Warum spawnt er mich hier rein? Ich komm. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, holen wir uns mal eine neue Tram. Gehen wir hier weg. Wo war das? Fortfahren. Weiß gar nicht mal, was für Hot geht das war. In welchen Hot geht, komme ich da nochmal rein? Ach, hier. Okay, Garage. Fahrzeug verkaufen. Nee, das würde ich eigentlich nicht. Unternehmenseinstellung, Statistiken, Karte, Routen. Jetzt ein bisschen anpassen. Oh, warte mal, wenn wir hier schon mal sind, bei anpassen. Was können wir hier anpassen? Mein Aussehen. Ach, du Heilige. Gut, warum eigentlich auch nicht? Akzentfarbe? Nö, das lassen wir, wie es ist. Hauptfarbe. Boah, dieser Blumeneffekt, der ist irgendwie komisch. Vollbeklee. Ach, du Heilige. Alles klar. Was? Was nehme ich denn da jetzt? Oh, das schaut sicher aus. Aufkleber, neuen Aufkleber. Achso, das wäre jetzt dann zum selber machen. Kannst du das wieder löschen? Aufkleber löschen, danke. Ja, dann fährt er jetzt mal so rum. Alles klar. Oh, auswählen. Können wir nehmen. Konfiguration nur für dieses Fahrzeug. Wie ist es mit dem anderen Fahrzeug wechseln? Das da mal. Was kann man da so schönes anpassen? Unverklebung. Ja, sind natürlich die gleichen, aber bei der... Warum eigentlich auch nicht? Bisschen schräg. Gut. Verkaufen, weiteres Fahrzeug kaufen. Was? Eingeschränkt durch Unternehmenseinstellung. Steht dir aufgrund der Unternehmenseinstellung nicht zur Verfügung. Was habe ich denn da eingestellt? Kann ich... Was ist auf so Fahrzeugkauf? Händler kombiniert überall. Anwenden. Okay. Wollen wir es nochmal. Das Fahrzeug kaufen. Hä? Warum ist das nicht sofort? Unternehmensweit vorschreiben. Händler überall. Haben wir es jetzt? Okay. Also, kaufen. Was? Nee, ich will eigentlich nicht das hier kaufen, ich will ein anderes kaufen. Okay, Leute, ich mache mal ganz kurz einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich auch schon wieder. Und ich habe jetzt die andere Tram mal gekauft. Und da fährt gerade die KI. Und jetzt passt es mal auf. Wir sind gerade aus dem Depot da raus. Und wir ecken halt hier schon wieder an, ne? Das ist in der Tram drin. So viel zu den Kurvenradien her. Und dass das hier ein fertiges Spiel ist. Warum ist da ein Kaffee drauf? Okay. Ja, ich habe hier mal ein bisschen Halloween-Style hier drin gemacht. Draußen hat es auch eine andere Lackierung. Immer diese Werbung. Es ist ja sogar, die Werbung ist hier abgeschnitten. Will ich eigentlich noch mehr Sachen? Nee. Beleuchtung gefällt mir hier einfach nicht. So, oh geil, es regnet. Ich würde sagen, wir fahren selber. Ah, toll. Okay.
Wir fahren das einfach mal raus. Schön langsam. Man kann übrigens hier mit LED den Text vor dir noch anpassen. Oh, das ist jetzt noch nicht unser Halt. Da kann ich zum Beispiel sagen, angezockt, annehmen. Was? Nein, alles gut. Okay, und wenn ich jetzt rausgehe, da steht auch entsprechend angezockt da. Es ist halt einfach... Keine dieser Trumps sagt man wirklich zu, bis auf die alte. Brauchen wir anständige Tram-Simulatoren. Welche, die auch fertig entwickelt werden. So. Bisschen Halt hier, ne? So, machen wir die Türen auf. NPC-Fahrer fahren diese Route mit 40% Effizienz. Folgende Chip ist, um weiterhin diese Route zu bedienen, oder halt die Segelbrüche nicht selber weiter zu bedienen. Ja, wir werden dann gleich mal weiterfahren. So. Und mal geht's. Ich würde ja schon gern in Gleis probieren. Gehen wir mal Vollgas. Also ich glaube, da hätte ich mich echt schon längst rausgeschmissen. Oh komm, schneller. Ja. Ja, hier anhalten. Kann ich vergessen. Okay, weiter. So, welche gelegt. Oh, wo fahren wir denn hin? Oh, diese Kurven, das tut so weh. Oh Mann, ey. Okay, Vollgas. Ja, wenigstens mal ein bisschen Strecke, wo man Gas geben kann. Okay, runterbremsen. Keine Ampel, okay, gar nichts. So, hier stehen bleiben. Meine Damen und Herren, bitte einsteigen. Was? Zahlt ab. Überspringen. Dankeschön. Ja, hat ein bisschen Geld gekostet. Escape schließen. So, Abfahrt. Moment. Hä, was war denn das jetzt? Okay. Das war. Würde ja fast überprüfen wollen. Aber da vorne geht es jetzt rechts weg. Und wenn die Kurven so eng werden, dann bremst die Tram immer so komisch ab hier. Ja, das ist... Habt ihr das gerade gesehen? Da sind Personen bei der Tram hier durch. Okay. South Boston Street.
Ja, ich weiß nicht. Also so wirklich Spaß macht es jetzt nicht zum Fahren. Für das ist es einfach zu unrealistisch, zu unfertig. Ich glaube, ich lasse mal kurz die KI hier wieder fahren. So, kannst du wieder selber fahren? Was ist eigentlich mit dir? Ja, also, das Spiel ist fertig. Just saying. Jetzt, und keiner steigt jetzt mehr ein? Ich will mal sehen, ob ich hier drin noch ein paar Glitches sehe. Damit er in die Kurven reinheizt. Ja. Es ist schon ein bisschen schwierig, hier positive Sachen zu finden. Teilweise gibt es hier auf der Strecke sogar wie so ein kleines Zickzack auf dem geraden Stück, wo er irgendwie mit dem Gelände nicht klarkommt. Hä, warum stehst du? Junge, fahr doch! Auf was wartest du? Hallo? Und jetzt doch wieder übernehmen. Oh, wir fahren. Welchen Glück. Von mal unten drunter? Ne, wir bleiben hier erstmal stehen. Kann ich eigentlich? Nee. Oh, ich sehe gerade, da hat es sogar USB-Lader hier drin. Modern. Aber ich kann kein Haltewunsch hier drüben. Wäre eigentlich schon witzig gewesen. Ja. Alla! Sogar die KI bremst da voll runter. Nee. Nee. Einfach nee. Also. Was bin ich? Holy shit! Holy moly. Das war jetzt mal extrem. Ach du Heilige. Ja, das ist eine ganz normale Steigung oder Gefälle für eine Tram. Das muss so. Aber wie das da jetzt gerade hier hoch und runter gegangen ist. Allah. Das muss ich mal in der Wiederholung mal angucken. Ja, heftig. Ja, also schade, dass man hier nichts Eigenes gebaut hat. Also wäre die Karte wenigstens eine eigene mit angepassten Strecken hier und einer Oberleitung vielleicht. Dann glaube ich, kann man mit mir nochmal reden. Aber das hier, ich weiß nicht, das wirkt wie Geldmacherei, dass man halt irgendwie nochmal was aus dem Bus-Simulator rauskriegt mit Minimum Effort. Man nehme die gleiche Karte nochmal, klatscht nochmal Trams drauf, die echt nicht so schön sind und verkauft es nochmal für 21 Geld. Ja. Ich glaube, ich werde auch das Angezockt an der Stelle beenden. Ja. Wir gehen nochmal hier rein, können mal selber fahren. So, fahren wir mal. Aber ich werde hier sicherlich nicht lang rumfahren, solange sich hier nicht grundsätzlich ein bisschen was ändert vom Inhalt her. Tramsim München, Vienna. Das macht mehr Spaß. Fahren wir lieber da ein paar Runden. Was wir hier drin. Also da gibt es für mich ganz klar keine Kaufempfehlung. Außer man steht ganz auf das, aber da kauft euch lieber den Bus-Simulator. Da habt ihr auch mehr Fahrzeuge jetzt am Fahren. Da passt es auch, die Busse sind soweit auch schön. Aber das hier drin, das ist einfach nichts. Ne, gebt einen Daumen nach unten von mir. Oh, runterbremsen. Es könnte ein Arcade-Simulator hier sein.
Ja, gut. Wir bleiben hier stehen. Ja? So. Tür auf. Bin ich raus. Und tschüss. Ja, das war's mit dem Angezockt von dem Tram-Simulator hier. Bin nicht so begeistert. Ich würde sagen, wir spielen wieder Rave oder eins der anderen Spiele oder Simway, die ein bisschen mehr Spaß machen. Für mich zumindest. Bis dahin wünsche ich was. Gute Fahrt. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.